Direkt neben Schloss Dankern befindet sich dieser schöne Bade- und Wasserskisee. Am anderen Ende des Sees befindet sich auch noch ein Hundestrand. Ich zeige euch in diesem Video einmal die Wassersportanlage, das Bistro, den Strand und natürlich auch den Hundestrand. Auf der gegenüberliegenden Seeseite befindet sich noch eine riesige Sanddüne. Wenn ihr mal da seid, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen. Die Sanddüne habe ich in einem extra Video nochmal und das verlinke ich euch jetzt oben rechts hier in den Infokarten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.